Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe meine absolute Lieblingstasche genäht. Ich flippe aus, Leute. Ich finde sie so wunderschön. Oh mein Gott. Lange Story. Also, fangen wir von vorne an. Ich bin zurück aus dem Urlaub, diesmal wirklich, weil letztes Video war ja vorproduziert. Ich war auf Mallorca und ich habe bei Ina, also Ina von Petit Du, muss ich nicht erklären, oder? Auf ihrem Blog gelesen, dass sie auch mal auf Mallorca war und da hat sie sich solche Stofffabriken angeschaut, beziehungsweise, also die haben ja dieser mallorcanische Stoff, dieser Zungenstoff, wie er sich nennt, ist halt eine spezielle Art, die da hergestellt wird. Und zwar wird da der Faden gefärbt und nicht der Stoff, also formgegeben. Und das sieht halt, dann kriegst du hier so wunderschöne Muster. Und wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich da war. Und ich habe mir hier drei so wunderschöne Stoffe gekauft und ich habe ewig gebraucht, mich zu entscheiden. Und diese Stoffe sind scheiße teuer. Das ist Wahnsinn. Ich habe 65 Euro den Meter gezahlt. 65 Euro der Meter. Ja, genau. Und weil das natürlich nicht genug war, der, in den ich mich irgendwie mit am meisten verliebt hat, der Orangen hier, ist auch noch irgendwie wasserabweisend und war damit dann 75 Euro den Meter. Ich habe also sehr, sehr wenig gekauft und wusste sofort, ich werde daraus eine Tasche machen. Aber ich war dann gleich am Strand am Brainstorm und dachte, oh, die perfekte Tasche. Und sie muss natürlich Lederriemen haben und Nieten. Und dann habe ich mal geguckt, weil ihr fragt mich auch immer, wo ich meinen Lederriemen her habe. Und das ist gar nicht so einfach, schöne zu finden. Es gibt einen Wandershop, der heißt Lone Yo. Die habe ich angefragt und sie hat mir freundlicherweise die Lederriemen gesponsert. Und die sind wirklich toll, die sind perfekt, sie sind 1,5 cm breit und genau richtig für die Tasche. Ich packe euch den Link auf jeden Fall unten rein. Die Lederriemen sind toll, sie hat sie in verschiedenen Farben und sie hat auch ganz viele andere coole Sachen in dem Wandershop. Also schaut mal vorbei. So, jetzt zu meiner Tasche. Die hat nämlich mehrere coole Sachen. Und zwar ist es nicht einfach nur eine Tasche, sondern sie hat halt Lederriemen, wie wir gehört haben. Und zwar hat sie vorne lange und hinten kurze. Aber warum das? Weil man kann zum einen das Ganze hier oben, das sind Druckknöpfe, einfach abmachen und durchziehen. Und dann könnt ihr euch das Ganze... Ich zeige... So. Es ist wirklich super einfach. Nein, es ist wirklich einfach. Könnt ihr euch das Ganze als Rucksack aufsetzen. Müsst ihr gucken, dass die Druckknöpfe gleich sind, dann ist er nämlich hinten gerade. Tada! Und ich finde es wirklich super, super süß. Und ich trage das auch. Ich habe noch eine Tasche gemacht aus so einem Weltkartenstoff. Und da habe ich die ein bisschen kürzer. Und da ist es mit dem Rucksacktragen schwierig. Das heißt, ich bin 1,66,5. Wenn ihr größer seid, braucht ihr längere Riemen. Bei mir hat es genau gereicht. Also ich finde es so genau richtig. Ich könnte jetzt keine dicke Jacke anhaben. Also es ist nicht super lang, aber so finde ich es genau cool. Und was das Coole ist, wenn ihr die wieder anklackt, könnt ihr da vorne eure Jacke reinpacken oder eine Zeitung oder was auch immer, eine Decke für den Park. Also das ist halt auch super praktisch. Das geht natürlich nicht als Rucksackvariante, aber ihr seht auch hier, die Druckknöpfe halten das aus. Und ich gehe weiter. Das Ganze hat oben einen Druckverschluss zum Öffnen. Und innen drin... mehrere Fächer, ihr fragt immer so, könntest du mal die Tasche machen mit ganz vielen Fächern? Ich bin immer gar nicht so der Fan von vielen, vielen Fächern. Aber gut, ich habe es jetzt mal gemacht. Und zwar hat die hier innen nochmal so ein Reißverschlussfach, was das Ganze unterteilt. Ihr kriegt auf jeden Fall A4 rein. Das heißt, ihr habt, das kann ich jetzt schlecht zeigen. Ihr könnt hier A4 reinmachen, das ist ein bisschen flacher, das Fach. Dann habt ihr hier das Reißverschlussfächlein, wo ihr vielleicht Portemonnaie und so reinpacken könnt, weil man da nicht so reingreifen kann. Und hier vorne kommt dann der ganze andere Kram, Tücher und was man so mit hat. Als Frau ist ja die Tasche, kann ja nicht groß genug sein, ne? Für die Rucksacktasche brauchst du einen halben Meter festen Außenstoff, ein oder zwei Innenstoffe, ich habe zwei genommen, damit ich die Innentasche in einer anderen Farbe machen kann, eine feste Einlage, Rollschneider und Markierstift, Gürtelschrauben in passender Stärke, einen Schraubenzieher, zwei D-Ringe, Lederriemen, einen Magnetverschluss, einen 40 cm langen Reißverschluss, zwei Druckknöpfe, die an deine Riemen passen und daran halten, eine passende Zange zum Befestigen, eine Lochzange und ein Rest Snap-Hab oder Leder zum Fixieren der Schrauben und Knöpfe. Kommen wir zum Zuschnitt. Aus dem Außenstoff brauchst du zwei Rechtecke mit den Maßen 50 x 40 cm. Außerdem brauchst du hieraus noch zwei Blenden mit den Maßen 6 x 40 cm. Aus dem Innenstoff brauchst du zwei Rechtecke mit den Größen 46 x 40 cm und für die Innentasche brauchst du noch vier Rechtecken mit den Maßen 40 x 40 cm.
Auch aus der Einlage brauchst du zwei Rechtecke mit der Größe 50 x 40 cm. Die Einlage kannst du jetzt schon einmal auf die linke Seite deines Außenstoffes bügeln. Lege die Blende rechts auf rechts oben an deinen Innenstoff an und stecke sie fest. Nähe die Blenden dann auf beiden Seiten an. Bügele die Nahtzugaben nach unten und steppe das Ganze noch einmal von oben ab. Jetzt kommen wir zur Innentasche. Lege den Reißverschluss mit den Zähnchen nach unten an eine der 40 cm langen Kanten an, auf der rechten Stoffseite. Darauf kommt ein zweites Stoffquadrat mit der rechten Seite nach unten. Stecke die gemeinsame Kante jetzt gut fest und nähe den Reißverschluss an. So sieht das dann aus, wenn du das Ganze aufklappst. Lege jetzt ein weiteres Stoffquadrat mit der rechten Seite nach oben vor dir hin. Darauf kommt der Reißverschluss wieder mit der rechten Seite nach unten und oben kommt bündig an die Kante das letzte Stoffquadrat mit der rechten Seite nach unten. Stecke alles gut fest und nähe wieder entlang der Kante. Bügele die Stoffe vorsichtig auseinander und steppe sie links und rechts vom Reißverschluss noch einmal von oben ab. Klappe jetzt die beiden oberen Stoffe aufeinander und lege den Stoff so, dass der Reißverschluss mittig liegt. Die beiden oberen und die beiden Innenstoffe treffen jetzt aufeinander. Schließe die Innentasche nun an den beiden kurzen Kanten. Wende die Tasche, nimm dir jetzt einen der Innenstoffe mit der Blende und lege die Innentasche 8 cm vom unteren Rand des Innenstoffes an. Stecke sie ringsrum fest und nähe sie links und rechts sowie unten an. Lege das Innenstück mit der Tasche mit der rechten Seite nach oben hin. Darauf kommt das andere Innenstück mit der rechten Seite nach unten. Stecke alles ringsrum fest und nähe entlang der beiden Seitenkanten und der unteren Kante. Bügele kleine Einlagestücke mittig an den linken Seiten der Belege an und bringe den Magnetverschluss an. Kennzeichne dir hierfür die beiden Schlitze der Metallscheibe, schneide sie vorsichtig ein und bringe die eine Seite an. Das wiederholst du dann auch auf der anderen Seite. Lege jetzt auch die beiden Außenstoffe rechts aufeinander und nähe sie an den Seiten und unten zusammen. Klappe die Innen- und die Außentasche jetzt jeweils so, dass die Seiten- und Bodennaht aufeinander liegt. Es entstehen solche Dreiecken. Miss hier eine Linie ab, die 12 cm lang ist und im rechten Winkel zu den Nähten verläuft. Nähe diese Linie an beiden Ecken des Außenbeutels und an beiden Ecken des Innenbeutels ab. Schneide dabei die überstehenden Dreiecken gleich ab. Schneide dir aus dem Außenstoff noch einen Streifen von etwa 8 x 25 cm zu. Bügele ihn mittig und klappe die beiden Seiten wie bei einem Schrägband ein. Bügele alles in Form und nähe entlang der offenen Kante.
Teil den Streifen dann mittig. Hier kannst du jetzt jeweils einen der D-Ringe auffädeln. Wende jetzt einen der Beutel auf rechts und stecke die beiden Beutel so ineinander, dass sich die rechten Seiten innen anschauen. Stecke oben alles gut fest und achte darauf, dass sich die Seitennähte genau treffen. Schaue, welche Seite die ist mit dem Innenfach und füge hier dann noch die D-Ringe 10 cm vom linken und 10 cm vom rechten Rand hinzu. Stecke sie vom oberen Rand hinein, sodass die Stoffstreifen herausschauen. Fühle dann mit den Fingern, ob die Ringe gleich nah vom Rand entfernt liegen. Nähe jetzt einmal den oberen Rand entlang, lasse aber eine Wendeöffnung von etwa 15 cm offen. Jetzt kannst du die Tasche wenden. Bügle nun den Rand einmal in Form und steppe ihn einmal von oben ab. Dabei schließt du automatisch die Wendeöffnung. Schnappe dir nun einen der Lederriemen. Meiner war übrigens 146 cm lang. Bringe an den beiden Enden des Riemens jemals zwei Löcher mit der Lochzange an. Achte darauf, dass diese angemessen groß für deine Gürtelschrauben sind. Fädle die beiden Enden dann von oben durch die D-Ringe und achte darauf, dass der Riemen an sich nicht verdreht ist. Ziehe die Enden bis zum unteren Rand der Tasche und markiere dir die vier Löcher. Die unteren Löcher sind etwas primelig. Deswegen ist es hilfreich, wenn du die Außen- und Innentasche von außen zusammenklemmst. Stich dann mit einer Ahle das erste Loch nach. Schneide ein Stück Snap-Pap aus und stich hier ebenfalls ein Loch ein. Den Schraubenkopf kannst du bereits am Lederriemen befestigen. Stecke den Schraubenteil mit dem Gewinde in die Snap-Pap. Führe das Gewinde von innen durch die Tasche und durch das Loch nach außen. Ziehe alles von innen mit einem Schraubenzieher gut fest. Verfahre so auch mit den anderen Löchern unten. Nimm dir hier aber etwas Zeit, das ist wirklich der friemeligste Schritt. Wenn du alle vier Schrauben angebracht hast, kannst du die Druckknöpfe anbringen. Ziehe die Lederriemen hierfür gerade und markiere dir die Stelle ca. 2 cm unterm Rand auf dem Riemen. Mache jeweils ein entsprechend großes Loch für deine Druckknöpfe im Riemen und im Stoff. Und bringe dann die Druckknöpfe nach Herstellerangaben an. Ich habe hier Druckknöpfe von Prim verwendet, die einfach mit der Vario-Zange angebracht werden können. Bei der Stoffseite solltest du wieder darauf achten, etwas Snap-Pap oder Leder zur Verstärkung zu verwenden. So, und wenn du beide Druckknöpfe angebracht hast, musst du nur noch den zweiten Henkel anbringen und dann bist du auch schon fertig. Der ist auch um einiges einfacher als der erste. Lege den Riemen an einer Seite so an, dass er etwa 5 cm über den Rand steht und klemme ihn fest. Klemme ihn dann entlang des anderen Henkels fest, und zwar an mehreren Stellen, denn so gehst du sicher, dass die Henkel nachher wirklich gleich lang sind. Schneide dann die andere Seite etwa gleich lang ab, also auch wieder 5 cm über den Rand. Jetzt bringst du einfach auch wieder pro Ende zwei Gürtelschrauben an und das ist hier um einiges einfacher, weil es am oberen Rand ist und du hier die Lochzange verwenden kannst. Und schon seid ihr fertig. Es sind ja noch relativ viele Schritte, vor allem mit dem Lederband muss man relativ viel machen. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ich aus diesen drei hübschen Stoffen noch so machen kann. Ich habe ja noch ein bisschen was. Ich habe schon so eine Idee, ich würde gerne noch ein Portemonnaie machen, aber das ist nicht so einfach. Ich habe neulich versucht, eins zu nähen. Es war ein absoluter Fail und ich muss mal gucken, ob ich mich da wieder rantraue. Aber irgendein Portemonnaie möchte ich daraus noch machen. Neulich wurde ich gefragt, ob ich mal so eine Konzerttasche nähen kann. Ich hatte überlegt, so eine Fold-Over Reißverschlusstasche zu nähen. Mal gucken, vielleicht mache ich sowas. Habt ihr noch Ideen? Das ist, wie gesagt, nicht so viel Stoff. Es ist halber Meter und ein Viertelmeter. Ich bin offen für eure Ideen und schreibt sie mir in die Kommentare. Danke, dass ihr zugeschaut habt und dann bis ganz, ganz bald. Tschüss!